Für mich persönlich war es nicht vorstellbar, dass man diese abscheuliche Sexualisierung noch toppen kann. Der Ratgeber Standards für Sexualaufklärung in Europa belehrte mich eines Besseren. Dieser wurde von der WHO in Zusammenarbeit mit der BZGA erstellt. Nach diesem Ratgeber sollen Kinder so früh wie möglich lernen, ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen, da Sexualität als Lust- und Energiequelle verstanden wird, die optimalerweise von Geburt an stimuliert werden sollte. Somit werden Kinder ab der Geburt als sexuelle Wesen erklärt. Nach den Leitlinien sollen Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren über Masturbation aufgeklärt werden und lernen, wie man Vergnügen und Lust empfindet. Mit 6 Jahren sollen Kinder über Geschlechtsverkehr und Verhütung Bescheid wissen. Mit 9 Jahren sollen erste sexuelle Erfahrungen gesammelt werden. Spätestens dann sollen Kinder über Masturbation und Orgasmus Bescheid wissen. An mehreren Stellen des Ratgebers heißt es, Bildungseinrichtungen sollen sicherstellen, dass diese Inhalte auch wirklich gelehrt werden. Die Aufklärung der Eltern, das, was bislang hervorragend funktioniert hat, sei plötzlich für eine moderne Gesellschaft nicht mehr ausreichend. Kinder würden durch sexuelle Bildung profitieren, wenn sie ihre frühkindliche Sexualität bereits in der Kita und durch Begleitung von Erwachsenen ausleben können. Dies sei die Grundvoraussetzung zur Prävention von sexuellem Missbrauch. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Nach dieser Sexualideologie sind frühkindliche Masturbation und Doktorspiele im Kita-Alter zentral. Der Übergang zur Pädophilie ist fließend. Dieses Konzept ist nichts anderes als ein schäbiger Versuch, unsere Kinder so früh wie möglich zu sexualisieren, was jeder, der bei klarem Verstand ist, sofort erkennen sollte. Hier wird versucht, von einer ideologischen Kultur die frühkindliche Sexualisierung zu normalisieren. Genau so gehen laut Experten Pädophile vor.